3, 4, 5, ich hab mehr 6, Kupfer 7. als Nikolin. Ich hab 8, 6 Nikolin. Ich denke jedenfalls, dass Zinn eigentlich mehr wert ist. Ist es auch. Zinn ist mehr wert als Leben. Nein, ich meine, Zinn ist eigentlich mehr wert als 6 Bretter, aber es ist mir jetzt egal. Ach so, ja, dir kann das egal sein. Für dich ist es ja kein großer... Ja, darum geht's nicht. Ob ich meine, wenn einer auf Diamanten setzt, haben die Diamanten trotzdem in der Welt noch viel wert. Nee, schon, aber da ich weiß, dass nur du hier der andere Spieler bist und dass die Wirtschaft im Prinzip nicht kaputt machen würde, kann ich das ruhig machen. Okay. Muss wieder zusehen, dass ich das hinbekomme. Kann ich das vielleicht doch nochmal hin? Jetzt habe ich ein bisschen mehr Erfahrung als damals. Also die Lohnroute ist jetzt Axt und Schaufel. Und meine Diamantspitzhacke ist Spitzhacke. Aha. Das ist ja schön. Nun, ich brauche noch irgendwie einen coolen Namen. Die Route des Todes. Todesroute. Geil, jetzt wird das richtig reingepackt hier. Todes erschaffe Huhn. Wo bin ich eigentlich? Ach, das ist in der Eingang, kenne ich ja gar nicht mehr. Hast du einen Amboss? Ich will meinen nicht benutzen. Was? Ach, nichts. Kann man mit Behutsamkeit eigentlich Glasblöcke abbauen? Ja, kann man. Eis weiß ich nicht, ich glaube, das ging erst in Minecraft 1.5 oder 1.6. Aber Eis kann man hier auch künstlich herstellen, das ist ja das Coole. Ich wollte eigentlich kein Eis, sondern nur Glas. Ich sag's ja nur so aus Interesse vielleicht, aber nein, you don't even know. Hä? Wo ist denn das? Ha, gay. Das ist hier Englisch. Obwohl ich auf Deutsch hab. Irgendein Mod verändert das. Welcher? Also ist. Du kannst unschmelzbares Eis machen. Das sind Eisblöcke, da kannst du noch ein Lava hinsetzen oder so, das schmilzt nicht. Unsmelting Eis oder wie heißt Unmelting. Das? Unmelting. Wieso unmelting? Unschmilzbar. Aber das heißt smelting. Nee, smelting ist, wenn du etwas im Ofen brätst und das so richtig. Ist ja dumm. Ha, gay. Bei so Sachen wie Eis sagt man melting, beziehungsweise in dem Fall unmelting. Echt? Oh, okay. Weiß gar nicht, wie. Ja, die sind alle behindert, die Briten und die Amis, also. Genau. Wie ist es das denn, wenn ich jetzt Behutsamkeit auf, keine Ahnung, auf dem Stock tue und damit Stein abbaue? Ist geht der nicht. Stein verschwindet, ist der weil du mit dem Stock den Stein nicht abbauen kannst. Oh, schade. Aber du kannst ja Gras abbauen, da hast du Grasblöcke. Das geht. Alter, ich werde gerade schon wieder so aggressiv, ne? Mir wird warm. Dann kriege ich jetzt gerade Hunger und ich finde gerade kein Buch. Boah, werde ich gerade aggressiv, ne? Ich bin echt eine tickende Zeitbombe. Alter, ja. Ich brauch dich nur sehen, ne? Und ich werde dich so töten. Mhm. Oh, wollen die mich fisten, nee. Oder was? Nee. Mann, ich hab doch so viel Behutsamkeitsbücher gehabt. Wo sind die alle? Die können doch nicht weg sein. Verdammte Scheiße, hast du noch Behutsamkeit? Nein, eigentlich nicht. Ich hatte mal, aber das habe ich jetzt auf meine eine Drill gepackt. Tut mir leid, Behutsamkeit habe ich nicht. Das ist auch ziemlich selten. Kannst du nicht noch warten bis nächste Woche? Wo wir nein. Hoffentlich Better Enchanting drauf haben? Nein, ich baue gerade an meinem Banana Tower und der braucht jetzt Glas und... Ich kann den Deal anbieten gegen Glas, weil ich habe, glaube ich, eine Barrel voll Glas jetzt, weil ich letztens versehentlich zu viel Sandstein und Sand in den Ofen und Maserator getan hatte. Okay, ich glaube, das ist Langeweile. Ja. Gut, machen wir. Alter, dass die Behutsamkeitsbücher mal eben alle weg sind, ne? Das kann ich nicht akzeptieren. So, da sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich denk mal, du möchtest Zinn, oder? Etwas, ja, 1 Zinn, 6 Dinger. Ich hab das jetzt da reingepackt in den linken. Nein, ich meine jetzt das mit dem Glasdeal. Ach so, hast du auch noch was anderes, was du mir anbieten kannst? Weil so viel Zinn brauche ich auch wieder nicht. Ich brauch Kupfer. Nein. Nicht, dass du mir das geben willst.
Oh, außerdem habe ich gerade übelst viel Kupfer bekommen durch die Query. Vielen Dank. So, Kupfer, 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 Zinn, Eisen, 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 Kupfer, Kupfer, Zinn, Zinn, Eisen. Ich habe 4600 Kupfer. Ich glaube, ich brauche das nicht mehr so. Ach doch, kommt noch was zu, warte. So, 4736, das ist ja auch schon mal ganz gut. Wie ist das eigentlich mit dem Eisen? Ich habe scheiße viel Nikolit. Das brauche ich eigentlich auch nicht. Warte, wie viel Nikolit hast du denn etwa? Ich habe 4500. Gucken, 3, 4, ich habe mehr Kupfer als Nikolit. Ich habe 8 Stacks Nikolit und 6 Stacks Nikolit Blöcke. Oh, hast du... Red Elder wirst du wahrscheinlich nicht mehr haben. Platinum wirst du wahrscheinlich selber behalten. Ne? Oh Gott, was bräuchte ich denn? Lied ist ja wahrscheinlich wertvoll. Du brauchst nicht zufällig Pharaohs? Möchte ich behalten. Rubine, Saphire, grüne Saphire. Gold. Redstone. Oder Lapis. Ich würde dir Holzkohle geben. Ah, na gut, dann Zinn. Mein Gott. Davon habe ich eh nur 3000. So der Scheiß, kann ich schaden, wenn ich da nicht so viel hab. So. Vor allem, ich möchte mich jetzt zügig ranhalten hier mit dem Tower, damit ich endlich mal das verkackte schwarze Loch setzen kann. Mann, ich möchte endlich meine Truhen leer haben. Weißt du, wie es aufregt, dass ich das Lager immer noch nicht hab? Ich würde es ja einfach irgendwo hinsetzen, nur du sagst, das sollte man nicht. Ja, weil ich weiß nicht, ob man das, wenn man es abbaut, wiederbekommt. Kann man sich das zwar einfach wieder cheaten, nur das Dumme ist, wenn da Sachen drin sind und du baust das ab, ist alles weg. Da ist alles verloren. Okay, das ist Syphilis ist das. Wie sieht's denn eigentlich mit dem Uran aus hier? Oh, ich habe da noch gar nicht nachgeguckt. 48. Gut, dass du das sagst. So, Erze, 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 Erze. Das und das. So. Kies wieder und Sand natürlich eine ganze Menge. 10.142 habe ich, okay. Wie viele Seiten habe ich denn mittlerweile mit dem Ding hier? 24! 24! Ist nicht viel. Gut, dass sie hier noch nicht diese verdammten Töne von sich geben. In dieser Version hier, die Villager. Das wird ein Agro machen. Gut, das war ein Villager-Zombie. Also ich habe jetzt genug Platz für 6 Stacks irgendwas. Das ist ja schön. 6 Slots frei. Nein, wieso ist mir ein Ei zugeflogen? So, mal gucken. Teak Wood? Nee, ich will erstmal Glas. Ich will erstmal Glas. Aua, fick dich. 5 Pollen. Oh! Mann, ich denke, da kommt ein scheiß Creeper auf mich zugelaufen, weil das ein bisschen geleckt hat kurz. Glas. Ha. Wie viel willst du denn? Keine Ahnung, wie viel kriegt man denn für ein Stack? 10? Wissen nicht, willst du 10 Stacks oder 9 Stacks Glas dafür haben? Doch, gib mir mal 10. Ich tu das mal in diese Barrel hier, die sind ja irgendwie fast alle leer. Sollte dir gleich ins Auge kommen. Ich find das nicht! Hier! Aber nicht alles auf einmal. Ah, ich hab das alles in die Barrel getan. Lass das einfach drin, da kommst du wieder und holst dir das. Oder ich pack das gleich in deine Endertruhe. Kannst du auch machen. Das Ei schenke ich dir. Ach, das ist ja nett. Das werfe ich jetzt einfach. Schade, ich wollte was töten. Oh, komm her! Ich kill dich. So, was brauche ich denn jetzt noch? Ah, jetzt habe ich wieder 10 Rotten Flash hier. Aluminium-Scheibe. Biatch. Mann, ich fühle mich so scheiße. Ich habe keine Nahkampfwaffe. Und keine Fernkampfwaffe. Ich will keine Waffe. Mann, was ist denn das? Oh, die Muskete. Ah, nee, du brauchst Küper, lass dich einfach bumm machen und die anderen Viecher bekämpfe ich mit einer fast kaputten Spitzhacke. Bei denen ist es ja auch scheißegal. Oh, essen uns gerade Derp. Ich esse die ganze Zeit Wassermelonen.
Es geht auf den Sack. Muss ständig aufs Klo. Ich find's cool. Weil die so wässrig sind. Ich find's geil. Mann, jetzt habe ich mich auch verbaut, ihr Schlingel. Scheiße! Ah ne, macht ihr eh keinen. Ach, ich weiß nicht, ich muss dich das jetzt mal. Maka, verpiss dich da runter, du scheiß Zombie. Okay, ich gehe ja schon. Maka! Boah, ich bringe Jalo um hier. Boah, mir wird warm. Mein Kind ist frech. Alter, komm her. Stirb. Alter, Alter, ich mach jetzt ein Diamantschwert, ne? Ich halt das nicht mehr aus mit diesen ganzen Wichsern. Was ist in der Stunde? Stunde noch und dann sind meine Zellen alle. Haha. Ich hab letztens für den Pacific Rim geguckt. Und? Gut. Anfangs fand ich den nicht so gut, aber hat sich gesteigert. Das ist ja geil. Das ist auch ein bisschen unlogisch, so. Ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Ich meine, wenn jetzt Aliens die Menschheit angreifen, okay, finde ich gut, aber ich meine jetzt, wenn im Pazifik so ein Riss im Boden ist, was ein Portal in eine andere Dimension ist, wodurch irgendwelche Riesenviecher, echsenartige Viecher kommen, alle paar Wochen und auf Städte losgehen und die Viecher sind auch nur geklont, finde ich das etwas unlogisch. Dann bist du ja überhaupt kein Fantasy- und Science-Fiction-Fan so richtig. Weil da gibt's viele unlogische Sachen. Naja, das ist kein Science-Fiction-Fan. Das heißt, ich kann... Ich hatte erst früher mal überlegt, ob ich dich vielleicht engagiere als mein Lektor für meinen Roman. Aber ich glaube, das ist nicht dein Fall, weil du wirst das wahrscheinlich alles nicht so mögen, weil das ziemlich weit hergeholt ist, weil das halt alles einfach nur übelst Fantasy ist. Wieso sonst so Fantasy mag ich doch? Supernatural, Walking Dead. Na gut, dann kannst du es ja mal durchlesen. Ich muss es nochmal... Ich muss die 29 Seiten, ich hab jetzt erstmal... Was? Was wolltest du? Was soll ich machen? Ein Lektor, der guckt sich das an und gibt Meinung zu bestimmten Passagen, Verbesserungsvorschläge, große grammatikalische Fehler und so. Wenn du richtig arbeiten würdest für Geld, dann auch Rechtschreibfehler und so ein Scheiß. Stimmt, habe ich mal was von gehört. Okay, gib mir 10 Euro die Seite. Jo. Jo. Ja, mach ich. Entertainst du mal? Ja. Nein, tue ich nicht. Ich bin so böse. Ich baue gerade den Bananenturm, den Banana Tower. Das ist so eine Mischung aus, was nicht alles, militärischer Stützpunkt und so ein cooles modernes Apartment und ein Hangar für Flugzeuge, weil wir später die Version wechseln und dann ja. Ja, hoffentlich, ne? Aber man hört mich jetzt, ne? Nö. Ich höre dich. Scheiße, nicht. Was ist mit meinem Mikro? Oh, nein, was, ich bin nicht blöd. Alter, lade. 1, 2, 3. Ja, schön. Gut, dann habe ich das auch mal aufgeladen. Die Chainsaw könnte ich auch mal eben machen. Die geht ja wirklich schnell. Jetzt habe ich das ganze mit Zeugs voll mit Strom. Okay, so, wird Zeit, dass ich die Küche fertigstelle. Ja, das wird es. Und wie? Ich hab Holz dabei jetzt? Nee, muss ich mal wieder welches holen. Habe ich eigentlich noch so für verschiedenes Holz? Okay. Kirsche. Das passt doch echt gut in der Kirche. Und Balsa habe ich auch noch ein bisschen. Das nehme ich auch mal. So. Aber gut, wie kommst du darauf, dass ich Science Fiction nicht mag? Ich meine, ich gucke jeden Scheiß. Ich weiß nicht, wenn dir das ein bisschen zu unlogisch ist, dann
Ja, ich gucke jeden Scheiß und fand nur einen Film ein bisschen komisch. Na gut, dann nehme ich das zurück, aber man hat das manchmal so ein bisschen anscheinend, dass das... Wieso, manchmal habe ich noch öfter mich über irgendeinen Film beschwert? Ja, das ist schon mal vorgekommen. Ich weiß nur leider nicht was. Deswegen bin ich da jetzt etwas vorsichtig, bevor ich jetzt hier irgendeinen Scheiß labere. Ich sag, dass mir ein Typ, der einen Ast in der Hand hat, mit einem Blatt dran, irgendwelche schwulen Zaubersprüche spricht, liegt das daran, weil ich Harry Potter einfach nur gay finde. Ah. Ich hasse Harry Potter. Schwuchtel. Ach, hier ist mal ein bisschen Twilight Eichenholz. Übrigens, schreibt unbedingt mal. Ne, das hatte ich letzten Tag schon gesagt. Na schon gut, vergiss es. Werden die wahrscheinlich gemacht haben. Wie schön das auch ist. Ich muss mich hier einfach nur an meine Bienen stellen und krieg erstmal schöne Regeneration. Ja, das kenne ich. Das ist geil. Hab ich bei mir ja auch. What the fuck? Schon wieder das irgendwie... geht so nicht, ne? Ich muss hier gleich erstmal so richtig Waldrodung betreiben im Schneebiom. Keine Sorge, der Großteil bleibt erhalten, die Greenpeace-Lusche. So. Wie würde das eigentlich aussehen, wenn ich das so mache? Dann gucke ich mal nach meinen fleißigen Bienchen. Arbeitsam, mach weiter. Waldige. What the fuck? Ich glaube, shit. Scheiße, ist eine Spinne unten drin. Leck mich. Gerne, wenn du mich öfter mal ranlassen würdest. Das ist doch nichts. Gut, dann muss ich jetzt mal anders machen hier. Sind das überhaupt die Glück, ne? Ja. Als erstes krieg ich von hier die Spinne. Ich meine die Spinnen. Wie viele sind hier noch? Ich habe eine kultivierte Prinzessin. Warte. Gut, gut, gut. Jetzt brauchst du nochmal eine gemeine Drohne, die musst du jetzt irgendwie nochmal beschaffen. Und dann musst du die kultivierte Prinzessin mit der gemeinen Drohne verbinden und eine Emsig bekommen. Ich sag dir das dann nachher gerne nochmal Step by Step. Ja. Also du musst jetzt nochmal irgendwie aus einer waldigen und einer irdenen eine Drohne bekommen. Waldige Prinzessin, richtig? Waldige Prinzessin und irdene Drohne oder andersrum, das ist in dem Prinzip jetzt egal sogar. Waldige Prinzessin und eine irdene Drohne? Ja. Wieso? Was soll ich denn nochmal machen? Du brauchst jetzt nochmal eine Gemeine. Oder hast du noch irgendwo eine Gemeine? Ich glaube nicht. Also, du brauchst noch eine Gemeine. Ich habe eine gemeine Drohne. Oh. Dann hast du ganz schön Glück. Also die gemeine Drohne jetzt wohin? Die gemeine Drohne nach unten und die kultivierte Prinzessin nach oben. Und da kommt ganz sicher was Gutes raus. Entweder kommt wieder nur Kack... Entweder wenn du ganz doll Pech hast, kommt da nur was Kultivierte. Entweder kommt da nur was Gemeines oder nur was... Weil die... Warte, kultiviert... Und gemein. Entweder kommt da was Kultiviertes raus oder was Gemeines. Aber ist wenn ja du was emsig bekommst, also zum Beispiel eine emsige Prinzessin, oder das wäre am geilsten, eine emsige Prinzessin hat so richtig Glück, oder eine Drohne, ist es beides okay. Also ist doch beides gut, so oder so. Im Prinzip schon, ja. Dann hättest du den ersten Kurzzweig sogar schon mal geschafft. Dann würdest du den zweiten dann schon mal machen können. Der wird dann wieder etwas länger. So kultivierte Königin... Arbeite schneller, du Schnappe. Ich habe Gelee Royal. Das Geile. Mhm. Alter, wie viel Drohnen man mit der Zeit auch hat. Schade, dass man die nicht als Armee abrichten kann. Hier ohne Scheiß, ne? Obwohl, kann ich die Drohnen nicht alle aggressiv züchten? Du kannst aggressive Bienen machen, ja. Aber da fehlen ja irgendwann die Prinzessinnen im Gegenzug. Stimmt. Sonst könnte ich die Drohnen alle so um mein Haus aufscharen und dann...
weil du verstehst, was ich meine. Ja, ich weiß, was du meinst. Was meinst du denn? Okay. Dann macht man sich nur mal eine Personal Chest. Das wüsstest du jetzt wohl gerne, ne? Ja, wäre ganz gut. Sag ich dir nicht. Ich weiß es. Verdammt. Sag mal, Dick. Schatz. Ja. So, Tour. In der Halle des Bergkönigs, oh ja. Lohenroute umbenennen. Axt Schrägstrich Schaufel des Todes. Axt, Schaufel des Todes. Das klingt stumpf. Schaufel. König, kaiserliche Schaufel. Das klingt cool. Kaiserliche Axt. Beziehungsweise kaiserliche Axt, Schaufel. Cool, ne? Ja. Kaiserliche